Zu Beginn dieses Wipes habe ich mir eine Base gebaut. Sehr, sehr geil. Doch zu meinem Bedauern wurde ich schon in der ersten Nacht gewiped. Es ist der nächste Tag und ich sag mal so, ich habe eine schlechte Nachricht. Die Typen sind ernsthaft stundenlang nackig in meine Turrets gerannt, bis sie leer waren. Und danach waren sie so dreist, meinen Spot selber zu bebauen. Ich habe mich mit meinem Kumpel Fluffo für eine Aktion zusammengetan. Wir haben uns vorbereitet. Er und sein Tribemate helfen mir jetzt, meinen Spot zurückzubekommen. Okay, too close to enemy foundation. Ich bin nah dran. Okay. Nice. Okay, so, sitzt. Ich mach dir eins und dann kannst du spawnen. Warte, ich benenn's jetzt. Heißt jetzt Cliff. So, Jenny, schön in die Ecke gleich, ne? Ja, mach den erstmal placen und direkt an. An und ein Turret hin. Das Loch ist genau wo da. Wo wir in die Richtung gehört? Diese, da ist das Loch. Kannst mir ansonsten auch Zeug geben, dann baue ich schon mal die runterhängenden oder so. Je nachdem, was du willst, was ich übernehmen soll. Wir sind ziemlich so nah dran, wie es geht. Also es ist nicht schlecht hier gerade. So, das muss ja reichen hier. Ich bin auch gleich tot. So, ich mache das hier richtig schön mit Vorhang. Zack. Zack, Generator bitte einmal an- und ausmachen noch. Das müssen wir noch machen, damit die Range passt. Kommen wir noch dran? Ja, ja, warte. Jawohl. So, Leute, hier ist die Smithy. Ich mache einmal Slash Fill. Boom! 100 Schuss pro Turret, okay. Jetzt ab, jetzt können wir... So, Leute, hier ist die Smithy. Das ist jetzt der heilige Gral. Ja, hier sind Madbrews drin, hier sind Tames drin. Wie viele Madbrews haben wir? Können wir die auf Zock wegusen oder lieber Vorsicht? Also ich habe, glaube ich, 200 mit jetzt. Okay, ich tue auch mal alles hier rein, was ich jetzt nicht jedes Heavy hat jetzt 150 Schuss. Jungs, die Tames, geil. Das hat sich richtig gelohnt, so viel zu knattern, ne? Haha, das hat sich gelohnt. So, wir müssen gucken. Dass wir gewinnen müssen wir. Keinen Sattel für Schwein mitgenommen. Strong. Mega nice. Okay, was ist denn mal ein Treik, den ich mal usen kann? Sind die benannt irgendwie? Ist der Erk? Nee. Du siehst die Sättel und so. Also alles, was genau, ein Sattel hat, ist ready. 9k HP, das kann ja nicht sein, oder? Ja doch, das ist 31er. Uff, ihr habt ja gar nicht gelevelt. Ja doch, ich hab die ganze Zeit gelevelt. Hä, bei 11k, die hätten 20k. Ich geh mal ran einfach, ne? Für links davon am besten hinzocken. Einmal mit K gucken, ob Upgrades gemacht wurden. Okay, ich kick sie um die Ecke. Erster Kick, ja? Seid ihr bereit? Ja. Soaked. Der Wichser soaked. Wollen wir einfach mal neutral machen? Nee, lass. Ihr kriegt gerade Panzerhits. Das ist ziemlich geil. Hä? Und wenn wir die jetzt nämlich die Turret soaken lassen, ich glaube zwei Stück nimmt die. Ach so, weißt du, was ich übrigens vergessen habe? Dann wissen wir, wie viel Ammo die haben. Ja, Raketen und C4. Wolltest du nochmal zurücktraveln? Also irgendwer muss auf jeden Fall nochmal zurücktraveln und C4 holen. Der Fluffo. Nee. Du hast vergessen. Oh. Ja, pass bloß auf, ey. Alter. Was hast du gemacht? Dann, Simi, guck mal kurz hier. Ich wollte mal kurz gucken. Simi, mach dich mal bereit, was aufzuheben, ja? Okay. So. Ich travel eben nochmal kurz ab. Echt, bist du der Gnädige? Warte mal. Fuck, welches Geschlecht hatten die? Male, Female. Ich kick die rein, allein für den Mate-Boost. Jojo. Nice, jetzt haben wir noch eine Mate-Boosted. Nice, Simi, nice. Kriegt die Headshots? Ja, Simi, ich weiß wenigstens direkt, wo die ist. Nee, die kriegt Panzer. Sieht für mich wie Panzer jetzt aus. Ja, vorne oben am Panzer, ne? Ich hol ihm schnell Energy. Oh, er holt sich Energy, Fluffo. Und schon irgendwelche Aktivitäten da? Nö, ne? Nee, hat sich auch nichts mehr getan. Bis auf, dass es leckt wie eine Drecksaune, Elende. Das ist frech. Die Heavies sind auf Players Only. Wir könnten aber jetzt schon mal einen Trike holen und den eigentlich anfangen, da rein zu wichsen, so, ne? Soll ich mal probieren? Einfach mal ein bisschen. Aber dass ihr die nicht richtig levelt. Ihr seid ja Granaten. 11k HP, Trike so viel. Ich level hier schon seit 30 Minuten, Simi. ihr kleinen Drecksäue, ey. Ich glaube, es ist leer. Das ist normal. Ich bin im Anflug. Bin da. Ich überlege, ob ich den Trike drop und instant aufsteig und versuche, nach rechts zu kommen. Ich müsste mal nach rechts. Warte mal. Ich glaube, von da können wir besser nämlich draufsteigen und dann auch besser soaken. Und ich glaube, von hier haben wir nämlich viel mehr Lauffläche. Warte, ich mach noch welche. Oh. Guck, wunderbar. Kann einer einen Mate-Boost-Trike rauswichsen? Am besten rechts hinter mich, weil dann kannst du direkt, wenn ich dann low bin und rausgehe, können wir direkt einen fliegenden Wechsel machen. Ich habe einen ohne Imprint. Ja, dann ist das einer von den getamten. Scheißegal. Es ist hier ein Kraut und Rüben. Kommt der Track? Track ist da. Mal gucken, wie viel Ammo das hat. Das ist das unten rechts, das Heavy. Mann, ich krieg den nur so manchmal, wenn es so wackelt. Warum kriege ich das hier nicht mehr? Warte. Zack. Ich hab sie schon reingewisselt. Guck mal, da werden die nochmal abgezwirbelt. Nicht follow, warum follow? Nee, so, dass die jetzt Panzer hin. Achso, ja. Ich probiere mit dem Trike. Mit dem Track. Ja, genau. Mein Trecker geht. Du musst mit der Whip runtergucken, Simi. Nee, ich muss erstmal überhaupt einen Winkel kriegen.
Mit der Whip kann man nur so scheiße manövrieren. Oder ist das leer da unten, was ich gerade gesoakt habe? Kann eigentlich nicht sein, oder? Ja, oder warte mal, schießt das. Das Heavy, was ich gesoakt habe, schießt doch auf die Carbo. Zwei Heavys schießen gerade. Kriegt die Carbo leer. Danach könnten die auf mich gehen. Vorsicht. Das ist so die Strafe dafür, dass die sich hier nackig in meine Base reingehauen haben. Ich mach dir mal Platz hier, ne? Dann kannst du mal ein bisschen tryen, wenn du willst. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss immer. Ich bin ein bisschen ängstlich. Okay, das Heavy unten rechts ist leer. Du kriegst es. Tot. Jetzt steht der Track da halt so blöd, ne? Ja, ich, Ja, steig mal auf, Luffo. So als kleines Experiment. Und eigentlich können wir C4-Carbo machen. Wenn wir einfach C4 in die Carbo dran machen, die Schiebe noch nicht abgeknallt. Ich glaube, die kommt aber nicht bis dran. Guck mal, jawohl. Ja, Simi, du bist nicht schlecht danach. Oh, da waren Player-Hits bei. Ja. Oh, Rüstung weg. Oh, was brauchst du? Oh, oh. Okay. Ja, Fluffo, wenn du willst, kannst du übernehmen. Simi hat gerade Pause. Die Drecksäcke, das ist so gerecht. Das ist so gerecht. Oh, ist das geil. Ist das ein geiler letzter Run? Das ist ja eventuell echt mein allerletzter Arc-Run, ne? Dann höre ich für immer auf. Ich möchte meine Zeit in der Badewanne dann vertreiben, wenn ich deine Videos gucke, Bruder. Das kannst du nicht bringen. Das ist schon mal so perfekte Zeit. So 20 Minuten kannst du chillen. Naja, weil ja Arc Ascended kommt. Ich weiß noch nicht. Ich mache vielleicht noch einen Run, je nachdem, weil es wird ja wahrscheinlich nochmal verschoben, ne? Aber der Titel ist halt geil. Mein letztes Mal Arc. Da denken sie doch alle, oh, Vimi, hört auf. Mein letztes Mal Arc. Und klicken wie die Drecksäule. Ich kriege ich so an den Eiern alle, sage ich, wie es ist. So, was soll ich? Ja, auf dein Trike, dass ich die Carbos hierher ziehen kann. Jetzt muss ich wieder auf meinen Track, oder was? Ja, dass ich die Carbos hier mal herholen kann. Oh, wegen dir. Und Blackhand. Pief, poff, peff, puff. Peff, puff, puff. Carbo, nicht wegfliegen, Carbo. Oh, das ist gut, das ist gut. Warte, Fluffo macht gerade nichts. Wir haben gerade einen Panzer-Soaker. Hä? Ja, so einen halben. Scheiße, warum gehen da Shots durch? Ja, vor allem die eine Carbo ist halt ins Nichts gelaufen, ne? Ja, die Carbos kommen auch nicht dran, by the way. Die kommen nicht dran, Fluffington. Die kommt da nicht eigentlich durch. Doch, eigentlich kannst du da auch mit dem Stego hochlaufen. Nee, geht nicht. Kommst auch nicht zu Fuß hoch. Also du kommst zu Fuß unten bis ran, aber nicht rechts hoch. Und das ist zu eng. Wir müssen da wohl da übel mit Tracks Winkel kriegen. Ja, kann ein Trike bitte wieder vorgehen? Und ich kann mich nicht moven. Ich habe eine Nechmobre in mir. Fluffo, was ist das? Kannst ich probiere noch einmal kurz einen Trike-Soak, ja? Okay, ich hole mir eben neue Flak und ein Schild. Tot? Ich hab's. Only Trike Headshot Hits. Zwar nur, wenn ich speziell wackel, aber ich bewege mich jetzt nicht. Das machen wir einfach, ne? Nehmen wir mit, die Drecksau, die elende Drecksau. Oh, da waren auf einmal doch ein. Warum kommen da jetzt doch welche durch? Aber ist das überhaupt ein Heavy, was da schießt? Ich habe so wenig Damage gekriegt. Junge, ich hasse dieses Scheiß. Willkommen im Club. Ich hasse das hier auch so richtig. Ich hasse es auch und deshalb baue ich hier. Damit jeder das raiden muss, ne? Ja. Genauso abgefuckt wird. Dass die alle auch mal richtig mal mit Hass-Arc spielen, weißt du? Ich brauch grad einen, eure Strikes stehen hier halt rum und ich kann nicht alles reinschicken. Och, Fluffington. Das ist grad ein bisschen Problem. Was willst du nur machen? Ja, ich will hinter der Carbo herlaufen mit Schild, dass ich nicht vom Turret stehen werde. Oh, Fluffo. Ja, und will dann da eine Carbo hochschmeißen. Okay, Fluffo, das ist eine Millimeterarbeit. Heilige Scheiße, ist das... Ich steck in ihrem Arschloch. Ich versteck mich hier. Ja. Das könnte sogar klappen, ne? Wenn es ist so dumm, dass es klappt. Neuer Attack, neue Attacke. Aber du kommst nicht durch den Schlitz, da durch die Engstelle. Ja, da will ich ja eine Carbo rüberschmeißen und dann zogen lassen. Ich sag, wenn sich was anvisiert, pass auf dich auf, klein Fluffington. Bleib so, versuch das leer zu kriegen. Ja, die Carbo hat halt nur noch 6k. Ich glaube, oben steht nichts mehr. Ich glaube, die haben dann da nur eine Schmiffi. Dann haben die bestimmt nur das geradet. Dann haben sie da den meinen Loot in ihre Schmiffi gedonnert und sind offgegangen, kann das sein? Ja, denke ich mal. Nur hier eben schnell aufgebaut, die Dev. Genau, dann ist da vielleicht noch alles drin. Aua, da hat dich hat's voll. Ja. Dich hat's richtig zerlegt. Der Trike muss am besten mit dem Hinterteil so weit hinten stehen wie möglich und mit dem Vorderteil hoch. Das ist eigentlich am besten von links, ne? Oder? So weit links wie möglich. Oh, oh, oh. Ich probiere nochmal. Ich meine, so ein paar Shots kriegen wir ja dann immer, ne? Und so viel Ammo werden die nicht haben. Hätte die Carbo da vorne mehr Leben gehabt, ey, dann wäre nice gewesen. Noch mehr Buddy-Shotties. Aber das war nur das Normal wieder, ne? Fuck, ey. Dass Stegos noch disabled sind, ist kacke. Mit Stegos wäre das so easy, ne? So, kann mich jemand grappeln? Hab keine mehr. Go, Fluffo, go, go, go. Bin ich gegrappelt? Ja, ne? Okay. Ist das ein Normal? Ja, das ist ja, das Normal. Das rechte Normal ganz oben ist, glaube ich, leer. Aber da links kommt auch ein Heavy. Boah, nicht, dass das nur ein Farmer aus dem Posten ist, ne? Kann ich aber fast nicht vorstellen. Weil als wenn die nackig hier reinrennen, weißt du?
Naja, aber sie haben einen Transmitter und so stehen, also sie müssten halt nicht unbedingt so raus, weißt du? Ja. Leck oder leer? Ja. Ich mache einen Leck-Test. Leckt nicht. Ja, das war jetzt schon was Heavy. Wenn du das kriegst, wäre ultra big. Ultra big. Das ist ultra big. Oh, Flufo, Alter. Das ist ja. Aber du kriegst Schildhits. Wie ein großer, ne? Wie ein ganz großer Flufo. Ist zwar nervig so zu soaken, aber dann machen wir es halt so. Rocket Run, Rocket Run. Als ob du bis da kommst, WTF. Warte. Da können wir jetzt mit dem Trike rein. Oh, das da noch. Warte, warte, warte. Oh, die Carbo kriegt aber. Headshot. Egal. Oder? Nee, das ist vorne rechts am, doch, das geht durch den Kopf durch. Ja, doch, Headshot. Ich wundere mich gerade, warum die nicht auf mich schießen. Ich glaube, das habe ich leer. Und das links daneben, die zwei nebeneinander eigentlich ja auch nicht, oder? Ja, haben wir Raketen hier. Ich habe dich gekappt, ne? Okay. Ja, hol mal ruhig zwei Raketenwerfer, weiß ich nicht, 10 Raketen. Ja. Mehr brauchen wir nicht. Und dann lassen die mal was sprengen. Doch, das aimt noch hier. LOL. Oh, Sibi, du hast mich bewegt. Bin tot. Wieso? Ich war voll auf Höhe, es war voll gut. Ich war voll auf Höhe. Simi, ey, dein scheiß Trike hat mich bewegt. Ich bin gerade fast gestorben. Ja, ich bin gestorben. Wegen dir. Verdient. Wegen dir. Wir machen das jetzt so, Flüffinken. Wir kommen jetzt mit die Rockets bei und schießt da dran vorbei, okay? Also, ich kann mich hier gerade nicht mal irgendwie moven oder so, warum auch immer. Ja, das ist, weil du noch nicht so gut bist. Aber zu dir müsste ich doch rennen können. Ich weiß es gerade nicht so genau. Warte, ich kann's. Doch. Rausfinden. Let me shoot, Fluffo. Ich shoote, ja. Nein, kann sein, dass ich dich umbringe. Kann sein. Achtung. Ja. Aua. Ich bin halb tot. Filmer. Du hast auf jeden Fall keinen Schild getroffen, aber ich sehe das, was schießt. Ja, das links auf dem Boden, ne? Ja, warte. Ich versuche das zu soaken, okay? Ist das letzte, was schießt noch. Ja, ich soak. Ich soak. Die Carbo soak. Das heißt, hier müsste ich hochspringen können. Warte mal. Nee. Ich sterb dann. Da ist noch Mesh. Pass auf. Ja, das war auf jeden Fall die Carbo, Simi. Ich wollte doch nur mal schießen. Du musst nur mal schießen, ich habe auch noch 10 Stück. Nee, ja, nicht. Du kannst auch noch einmal schießen, komm. Nein, da hat keiner noch geschießen. Ich frage mich halt, ob oben drauf Crafting-Zeug noch steht, ein Fabricator oder so. Die haben da aber auch Air-Condition, also es sieht eher aus eigentlich, als würden die da spielen und nicht als... Ja, wobei, cool, keine Ahnung, Mann. Also, ich sag ehrlich, es sieht aus wie ein Farm-Outpost. Mit Schmiffy, den Mannequins, ja, dann sind wir drin, dann rein. Soll ich mal cryen und ausprobieren? Ja, müsstest hochspringen können. Warte, lass noch nicht schießen. Achtung, erst den Fluffo. Darf ich schießen? Nee. Schießen! Noch nicht. Schießen! Hier ist nix. Aber guck mal, das ist ein Farm-Outpost mit Betten und so. Wir machen einfach so. Boom! Ja, Mann, mein Drecksloot. Die Schweinehunde. Ja, da sind noch Raketen und so. Ja, ich hab doch welche. Ja, da liegen noch welche, glaube ich. Ja, aber ich hab doch welche. Und feuern! Boom! War denn noch Loot. Das zweite Mannequin? Boom! Oh, Loot. Hier gucken Sie mir Loot. Simi, bitte schieß nicht. Oh, ich schieße Loot! Hier ist nichts mehr, ne? Marker-Loot. Es ist ein Outpost gewesen, die haben mein Loot weggezockt. Scheiße. Das Ärgerliche ist, wenn wir jetzt hier wieder bauen, dann wissen sie es, ne? Transmitter hatte noch Loot? Nee. Die heißen jetzt anders, die heißen jetzt Thieves. Die haben sich umbenannt. Ist die Frage, ob das so smart ist, dann jetzt hier drin zu bauen, ne? Trotzdem hier eine Cliff schon mal reinsetzen? Scheiße, ey. Wo bauen die dann? Das ist jetzt, das ist tatsächlich ein kritischer Moment gerade, ne? Aber dass die sich dann noch umbenennen jetzt? Die haben die sich gerade erst? Naja, wissen wir nicht, wann die sich umbenannt haben, ne? Man könnte hier selber jetzt eine Cliff reinsetzen mit ein paar Turrets, einfach so wie die. Dann downloade ich jetzt meine Cliff, ne? Eigentlich war der Plan, dass wir den Spot für mich frei raiden und ich dann wieder darin baue. Weil wir unsere Gegner aber nicht wipen konnten, sondern das scheinbar nur ein Außenposten war, ist die Gefahr zu hoch, dass sie bemerken, dass wir sie geradet haben und mich dann wieder raiden. Dennoch wollte ich jetzt meine Cliff aus dem Upload holen und da reinsetzen, um den Spot zu claimen. Am Upload-Terminal ist dann das passiert. Hier ist ein Generator. Der war hier nicht, als ich das letzte Mal hier war. Die Mission ist gerade am Goen. Vom Mavic 203, also 260. Spreng mal den Generator hier. Nee, mach nicht. Lasst eine C4-Trap am Terminal machen. Ich hab halt 4 C4. Ich überlege, ich gehe zurück und hol noch Rockets zum noch draufschießen, wenn der hier dingst. Ja, dann halt mal Ausschau. Wäre geil, wenn das der von Thieves ist, ne? Ich meine, die Generatorbox da ist von denen. Die Generatorbox ist neu. Die ist erst vor ein paar Stunden dahin gekommen. Vor 3 Stunden oder so. Ich höre was. Giga. Karcha, mach dich bereit. Ja. Oh, warte, bis der Ding gecryotet hat. Nicht Sound machen. Warte, bis der gecryotet hat. Der hört dich doch.
Er startet die Mission wieder. Spreng. Hast du ihn? Ich hab gesprengt, ja. Hast ihn nicht gekriegt? Rocket fliegt. Ich hab ihn voll erwischt, aber... Ja, aber nicht gekillt gekriegt. Nee. Ich flieg. Hast du noch Grapples? Nee, aber Rockets treffe ich aber nicht. Doch, ich hab noch Grapples, aber bringt mir ja nichts. Oh, 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 Fluffo. Gefährlich, gefährlich. Weg, Sibi, weg. Sibi, weg. Sibi, flieg. Alter. Der hat 21 Mili. Ich hab keine Rockets, ich hab dir alle gegeben. Oh mein Gott. Ja, ich bin gerade leider im Nirvana. Als wenn dein C4 nicht gereicht hat. Welcher Tribe ist das? Ist das, Mona. Tribe of Mona. Es ist ja komplett anderes, ne? Dann tut es mir fast schon leid. Ey, als wenn das C4 nicht gereicht hat. Dabei hast du ihn eigentlich voll erwischt, ne? Ja. Ja, ich würde die Sachen hier einfach alle pick-upen und so 1-2-1 da reinhauen, oder? So, Cliff-Plattform. Will sie nicht? Joa. Oh, joa. Doch, sie will. Ob ich jetzt hier Loot drin verstecken würde, ist nochmal eine andere Sache. Aber ich würde auf jeden Fall so machen. In dem Sinne, einzige Problematik ist, wo baue ich, wo baut ihr? Was ist eigentlich jetzt los, weißt du? Naja, halt echt, weil, also ich muss nochmal echt überlegen. Ich weiß jetzt nicht spottechnisch, was jetzt die Idee ist in dem Sinne. Ja, Spot gehört uns. Loot war hier nicht. Base bauen würde ich jetzt hier nicht, weil war nur ein Farm-Outpost. Das raiden die sonst. Heißt Problematik, wo kommt die Mainbase hin? Und das sehen wir beim nächsten Mal. Tschüss.